Das passiert, wenn man den Teller hier nicht aufisst. Leckereien ist auch gesorgt. Starten hier wegen des Regens. Ja, der Regen prasselt. Oh, der geblitzt. Also, es kann nicht besser werden. Ja, wie werde ich das so? Ich würde sagen, ist eine glatte 2 plus. Also, das Baro di Mera war natürlich noch ein bisschen besser, aber es ist sehr gut. Also, ich habe das Abendbrot gegessen und heute Morgen auch. Es war alles vorhanden. Über das Zimmer gibt es nichts zu sagen. Ist ein gutes Freizeitangebot. Hab mir auch schon eine kleine Freundin zugelegt. Eine kleine Katze nämlich. Mal sehen, ob ich die nachher aufnehmen kann. War also ein sehr liebes Tier. Ist mir auch im Freibereich die ganze Zeit gefolgt. War ein sehr liebes Tier. Ja, das erstmal zum Hotel. Also wie gesagt, ist ohne weiteres eine Empfehlung wert. So, meine kleine Freundin und der kleine schwarze Freund haben sich gemütlich gemacht bei dem Regenwetter. Ja, leider ist das ja so bei so einem Regenwetter. Kann man sich nie nach draußen setzen. Allerdings können die Gäste sich ja empfinden. Ist ja nett gemacht eigentlich. Ein Ausblick zur Gästebetreuung. Kleiner Ausblick in den Hotel war. Aufzüge sind 3 Stück im Hotel. So, hier seht ihr jetzt die Rezeption vom Hotel.